Herzlich willkommen und schön, dass du bei unserer Gebetszeit dabei bist. Gemeinsam wollen wir jetzt beten. Søren Kierkegaard, ein dänischer Theologe und Philosoph, hat einmal gesagt, Gebet ändert nicht Gott, sondern den Betenden. Und wir wollen uns verändern lassen. Unser Herz, unsere Augen und unsere Hände. Sie sollen Gebet leben und beten. Ich hoffe, dass diese bewusste Zeit mit Gott, diese bewusste Gebetszeit, hilft, auch in den Stunden und Tagen danach mit Gott verbunden zu sein. Ich möchte heute auch noch einladen zu einem Gebetstreffen am 28. Mai, das hier bei uns in der Kirche stattfindet. Dabei sein können 50 Leute mit Abstand und mit Masken. Falls du keine hast oder sie vergessen hast, gibt es auch hier welche am Eingang. Wir werden mitbeten bei gemeinsam vor Pfingsten. Vielleicht warst du schon bei dem Event dabei, Deutschland betet gemeinsam. Das hat in der Karwoche stattgefunden und jetzt gibt es ein neues Gebetstreffen, wo viele Gemeinden mitbeten und eben diesmal auch mit der Möglichkeit, das in Gruppen oder halt in Gemeinschaft zu tun. Wir werden hier in der Kirche übertragen und die Gebetszeit hier zusammen erleben. Also 28. Mai, gerne hier, herzliche Einladung. Und wir beginnen jetzt mit dem Abendgebet aus dem Gesangbuch und ihr könnt das Gebet mit mir zusammen mitsprechen. Unser Abendgebet, steige auf zu dir, Herr. Und es senke sich auf uns herab, dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn es Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen. Gott wird sein Werk an uns vollenden. Das verspricht und verheißt er in der Bibel. Und wir wollen jetzt eine Zeit nehmen, wo wir sein Werk, alles was bisher schon passiert ist, in unserem Leben, aber auch in dem Leben von anderen und auch was uns die Bibel dazu erzählt, darüber nachdenken. Und du kannst eben überlegen, hey, was war heute, was war die Woche? Wo sehe ich das Handeln Gottes? Wo habe ich sein Eingreifen gespürt, erlebt, gesehen? Wenn du möchtest, kannst du für die Zeit auch ein paar Fragen nutzen, die ich dir gleich vorlesen werde. Und genau. Welche Menschen sind mir begegnet und wie bin ich ihnen begegnet? Was hat mich gefreut und worüber habe ich mich geärgert? Was habe ich vernachlässigt und was belastet mich noch? Gemeinsam werden wir dann diese Zeit mit einem Psalm beenden. Ich werde die vorgerückten Zeilen sprechen und du kannst mit den eingerückten Zeilen antworten.
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Bleibe fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Der Herr hilft den Gerechten, er ist die Stärke in der Not. Gemeinsam werden wir jetzt ein Lied singen. Wir wollen Gott ehren und für ihn singen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, oh, ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, oh, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchten erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen. Oh, ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen. Oh, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen. Heilig, heilig, heilig. Heilig, 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 ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Ja, heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen. Dankbarkeit hat viele Facetten. Zum Beispiel freuen wir uns dadurch an dem, was wir haben, an dem, was ist, und schweifen mit unseren Gedanken und Gefühlen nicht in hätte, könnte oder würde. Natürlich gibt es eine gesunde Reflexion und ein gutes darüber nachdenken, wie war mein Handeln und Gott, was denkst du dazu, was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Doch dieses hätte, würde und könnte bringt uns nicht weiter, nicht einen Schritt in die richtige Richtung, sondern hält uns klein. Dankbarkeit öffnet unser Herz. Und deswegen möchten wir jetzt eine Zeit der Dankbarkeit haben und mit unserem Dank Gott die Ehre geben. Im
Brief des Paulus an die Epheser schreibt er in Kapitel 5, Vers 20. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wir haben schon gemeinsam einen Psalm gebetet, jetzt haben wir Zeit der Dankbarkeit und nach dieser Zeit werden wir gemeinsam Lieder singen. So, gemeinsam werden wir jetzt Gott loben. Ich ermutige euch, mitzusingen und ihm die Ehre zu geben. Und davor danke ich noch für den Sonnenschein und den Regen, den du gibst. Du lässt die Saat aufgehen und wachsen und versorgst uns. Ich danke dir auch für die Möglichkeit, wieder Gottesdienste in der Kirche zu feiern. Ich bete, dass auch die Online-Gottesdienste weiterhin Ermutigung und Hoffnung in die Haushalte, in jedes Haus hineinbringen. Und ich danke dir auch für Politiker, die sich Gedanken machen und ich bete, dass du ihnen Weisheit schenkst. Ich danke dir, dass sie sich einsetzen und ihre Verantwortung ernst nehmen. Amen. Wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest.
sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund hör ich das schönste Liebeslied. In deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Wohin sonst sollten wir gehen? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. And nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide, hold me to your side, and I will love you to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yeah, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Wir möchten heute für Menschen beten, die vor Herausforderungen stehen, bei denen Umbrüche und Veränderungen sind oder anstehen. Gott ist unsere, Gott ist deine Stärke. Und so steht es zum Beispiel im Psalm 18, Vers 2. Und wir wollen beten, dass in allen dass Gott die Stärke ist bei den Menschen, für die wir beten. Er ist in allen Lebenssituationen bei uns und auf ihn dürfen wir vertrauen. Wir möchten bitten für alle, die Schulden haben und nicht wissen, wie sie diese zurückzahlen können. Du hast versprochen, sie mit dem zu versorgen, was sie täglich brauchen. Zeige du einen weisen Umgang mit Finanzen. Wir bitten auch um Gnade und Barmherzigkeit bei den Gläubigern. Zeige Auswege auf für Menschen, die deshalb in sklavenähnlichen Verhältnissen leben müssen und für sich und ihre Kinder keine Zukunft sehen. In der Zeit dazwischen hast du immer die Möglichkeit, selbst Anliegen zu formulieren. Und ich spreche jetzt die nächste Fürbitte, die du mit mir gemeinsam sprechen kannst. Wir bitten dich für alle, die in neue Städte und Wohnungen ziehen. Hilf ihnen, ein starkes und tragfähiges Beziehungsnetz aufzubauen. Begleite sie durch den Abschied aus der alten Situation und liebgewonnenen Menschen, besonders in der Zeit des Übergangs und der Ungewissheit, sei du ihr Halt und ihre Heimat. Wir möchten für alle bitten, die Veränderung erleben durch Unfälle und Unvorhersehbares. Stehe Menschen bei, die nach einem Unfall nicht mehr die gleiche körperliche Kraft und Möglichkeiten haben. Lass sie Lebensmut finden und ein Ja zum Leben sprechen. Wir haben nicht alles in der Hand und dürfen dir vertrauen, in den Höhen und Tiefen unseres Lebens.
Gemeinsam beten wir jetzt noch das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du bist meine Zuflucht und Stärke, du bist meine Hilfe in Not, du bist meine Kraft, wenn ich schwach bin, du bist mein Herr und mein Gott. Du bist meine Freude im Leben, du bist meine Hoffnung im Tod. Du bist meine Zukunft für immer, du bist mein Herr und mein Gott. Du bist hier, auch wenn ich dich nicht spüre, du bist treu, wenn ich untreu bin. Du verstehst meine tiefsten Gefühle, du liebst mich so, wie ich bin. Du bist meine Zuflucht und Stärke, du bist meine Hilfe in Not, du bist meine Kraft, wenn ich schwach bin, du bist mein Herr und mein Gott. Du bist meine Freude im Leben, du bist meine Hoffnung im Tod. Du bist meine Zukunft für immer, du bist mein Herr und mein Gott. Du bist hier, auch wenn ich dich nicht spüre, du bist treu, wenn ich untreu bin. Du verstehst meine tiefsten Gefühle, du liebst mich so, wie ich bin. Du bist meine Zuflucht und Stärke, du bist meine Hilfe in Not, du bist meine Kraft, wenn ich schwach bin, du bist mein Herr und mein Gott. Du bist meine Freude im Leben, du bist meine Hoffnung im Tod. Du bist meine Zukunft für immer, du bist mein Herr und mein Gott. Du bist hier, auch wenn ich dich nicht spüre, du bist treu, wenn ich untreu bin. Du verstehst meine tiefsten Gefühle, du liebst mich so, wie ich bin. Du bist meine Freude im Leben, du bist meine Hoffnung im Tod, du bist meine Zukunft für immer, du bist mein Herr und mein Gott, du bist mein Herr und mein Gott, du bist mein Herr und mein Gott. Ich möchte dir zum Schluss noch zusprechen, dass Gott unsere, meine, deine Stärke ist im Leben. Und wir können wie David sagen im Psalm 18, Vers 2, ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Zum Schluss spreche ich dir noch den Segen zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.